Blitzkarriere für Barack Obama. Als großer Unbekannter tritt er 2004 ins Rampenlicht, auf dem Parteitag der Demokraten. Damals will er Senator von Illinois werden und schafft es. Doch Obama hat mehr vor. Im November 2006 startet er seine Präsidentschaftskampagne. Seine Trümpfe sind sein Charisma und die Tatsache, dass er von Anfang an gegen den Krieg im Irak war. Obama geht auf Tour durch die USA. Seine Botschaft: Das Land braucht eine Wende. Eine neue Politik muss her, eine neue Generation an die Macht. Im Wahlkampf betritt er Neuland. Er füllt riesige Stadien, lehnt Geld von Lobbyisten ab und schickt seinen Anhängern SMS-Botschaften. Für Kritiker ist Obama eine Art Rockstar ohne Programm, etwas naiv und vor allem völlig unerfahren. Er selbst sieht sich als Verfechter eines Amerikas, das mit sich selbst im Reinen ist. Ganz pragmatisch will er auch mit den Republikanern regieren. Mit 47 Jahren verkörpert Barack Obama den amerikanischen Traum. Der Sohn eines Vaters aus Kenia und einer Mutter aus Kansas kann der erste schwarze Präsident der USA werden.